Junge. So, guten Morgen, Freunde. Ist wieder soweit. Freitagmorgen. Und wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Willkommen zu Teil 10. Ist schon mega was gelaufen. Heute werden wir den Motor starten. Definitiv ist es alles soweit fertig. Ich möchte noch kurz einen Anschluss finden zu dem letzten Video, wo ich die Problematik hatte, was die Bremse vorne anging. Da möchte ich noch mal ganz kurz mit euch drauf eingehen, dass da auch für jeden verständlich ist, was zu tun ist, wenn er in derselben Situation ist wie auch ich. Und Vergaser ist angeschlossen mit den Bögen. Soweit klar, was zu tun war. Die Züge waren zu lang, Bogen muss rein. Da gehe ich aber jetzt auch noch mal darauf ein. Genau, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie meine Lösung mit der Vorderbremse war. So, dann zeige ich euch mal eben, wie ich das Ganze jetzt veranstaltet habe. Natürlich erfolgt hier nochmal eine komplette Reinigung. Ich habe die Tachoschnecke genommen, habe die natürlich nicht geputzt im Vorfeld und somit haben wir jetzt die ganze Schmodder hier dran. Das Problem war, die Tachowelle ist 30 mm breit. Ich brauche hier aber einen Abstand von 20 mm. Das heißt, ich habe jetzt wie gesagt aus der Tachoschnecke das Innenleben rausgeklopft und habe es auf 20 mm gekürzt, somit habe ich jetzt hier den richtigen Abstand. Das gibt es nachher nochmal in sauber. Ja, das ist jetzt nur so fertig geklatscht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich den Abstandshalter, wie man hier sehen kann, von der originalen Boosterfelge genommen. Und dann kamen wir zum eigentlichen Problem, dass die Erhöhung hier in der Scheibe, hier innen am Bremssattel ansteht. Ich hatte mit verschiedenen Adaptionen versucht zu arbeiten, das hat nicht funktioniert. Somit musste ich jetzt hier 3 mm bzw. 6 mm unterlegen, ja, damit der Bremssattel weit genug nach hinten kommt. Ja, Bremse beißt auch und funktioniert. So, Vorderbremse passt soweit. Es war ein riesen Geficke, da Bremsdruck drauf zu kriegen, gerade bei frischen Bremssätteln ist es halt echt schwierig, die gescheit zu entlüften. Hat aber dennoch funktioniert. Bremse beißt und das nicht gerade schlecht. Ich zeige euch jetzt noch kurz, was ich am Vergaser gemacht habe, damit ihr einen kurzen Einblick habt, wie das nachher auszusehen hat. Schaut rein. So, dann kommen wir noch schnell zum Thema Vergaser, damit ihr seht, was gemeint war mit den Bögen. Genau dieser Bogen und dieser Bogen hier hinten dran. Diese sind natürlich nicht im Kauf des Vergasers enthalten. Die gibt es aber bei uns im Shop. Kosten keine 8 Euro. Und somit hast du dann die Länge des originalen Gaszugs gut überbrückt und es reagiert alles wunderbar. Ja? Gut, also ich würde sagen, Vergaser ist top, kann so bleiben.
Ich denke, es ist jetzt auf jeden Fall an der Zeit, euch mal die Verkleidung vorzustellen. Habt ihr Bock? Schauen wir uns die Verkleidung an. Ich habe viele geile Sachen für mich. Mega viel geile Sachen. Ich würde vorschlagen, ich fange einfach an, das Zeug auszupacken. Und ihr zieht euch einfach mal rein, wie sieht die ganze Geschichte nachher aus. Ach so, die Schrauben für die Bremsscheibe habe ich auch inzwischen. Sind ja nur die zwei Stück drin, also nicht wundern. Die mache ich noch rein, ohne euch. Gut. Würde ich mal vorschlagen, wir beginnen mit dem kleinen Zeug. Also hier haben wir natürlich unseren schönen Gepäckträger, finde ich Pflicht. Muss auf jeden Fall auf der BBS Booster drauf sein. Ich habe mir sagen lassen, der muss angepasst werden. Wenn das so der Fall sein sollte, erkläre ich euch das später. Also wir haben hier den Gepäckträger. Dann natürlich bei uns im Shop Felgenrandaufkleber, Stage 6. Diese möchte ich auf jeden Fall noch verkleben. Fand ich das ein geiles Feature und ich wollte halt auch einfach gerne selber wissen, wie dick ist die Folie, wie gut ist die Qualität. Da ich ja relativ viel mit Dekoren zu tun habe, war es für mich interessant zu wissen, wie ist die Qualität. Gut, dann kleiner Eyecatcher von ProGrip in Orange-Schwarz. Das ist auf jeden Fall ein Muss, dass man da noch ein bisschen Farbe oben am Lenker reinkriegt. Dann geht es weiter mit dem Licht. Da habe ich mich für das Licht von TNT entschieden. Mal schauen, wie das nachher aussieht. Ich finde es bis jetzt schon mal ganz geil. Aber wie ihr wisst, es gibt so viele Lichter für die Booster. Da kann man bestimmt nochmal ausweichen. Gibt es die noch mit LED und und. Das war meine Wahl. Möchte ich so versuchen. Dann haben wir hier den Unterboden in Schwarz. Und zu dem Unterboden, jetzt wird's wild, haben wir den weißen Tritt. Also wer jetzt gut aufgepasst hat, kann sich schon mal vorstellen, welche Farbkombi ich hier gewählt habe. Dann haben wir natürlich von der Schnauze den Anbau, auch in Schwarz. Das ist schwarz metallic mit so golden Flakes. Auf jeden Fall sehr nice. Als nächstes haben wir den Unterboden, Heckdurchgang in Weiß. Dann von Straight Tröpfchenblinker, LED. Die kommen noch vorne an die Maske dran. Oh ja, dann kommen wir zum Innenraum, auch Beinschild genannt. Weiß Hochglanz. Rücklicht. Lexus. Auch mega, gefällt mir sehr gut. Klar, Batterieabdeckung oder Servicefachabdeckung. Auch in Schwarz, Hochglanz, Metallic. Genau, einen Sitzbezug habe ich noch besorgt. Das zeige ich euch gerade mal. Schaut mal, das ist die Sitzbank. Sie ist einfach nur ein bisschen ins Alter gekommen, hat hier vorne so ein paar Lackierflecken. Ich weiß nicht, ob ich die Sitzbank wieder machen soll. Die ist eigentlich relativ gut noch. Aber lasst uns mal den Bezug anschauen. Ich glaube, der kommt noch drauf, aber ich kann das nicht gut. Ich kann keine Sitzbänke beziehen. Vielleicht findet sich noch jemand, der das für mich machen kann. Das wäre natürlich mega. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich das machen soll. Und ob es jemanden gibt, der das für mich übernehmen kann. Dann natürlich ist hier die schwarze Cockpitverkleidung noch dabei. Auch in Schwarzglanz, Metallic. Die lege ich nachher zu den Sachen dazu, die noch übrig sind von dem Roller. Die gibt es dann dazu, weil die kann ich ja hier jetzt nicht mehr verbauen. Bringt mir da auch nichts mehr. So, dann ziehen wir uns die Schnauze rein. Geil. Einfach nur geil. Das wird nachher so geil aussehen. Hammer. Gut, jetzt habt ihr die Verkleidung gesehen. Ihr wisst jetzt, um welche Farbe es sich handelt. Natürlich ist das Ganze auf einer Basis gebaut, die man schon oft gesehen hat. Ist für mich aber auch vollkommen in Ordnung. Das ist das Beste, was ich jetzt machen konnte, gerade auch, weil ich so viele Stage 6 Teile hatte
Und ich will, dass man da auch nachher wirklich sieht, anhand schon von der Farbe, um welche Parts es sich hier handelt. Ja? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr bis jetzt davon haltet. Also ich bin mega hyped. Genau, den Gepäckträger, den mache ich auf jeden Fall noch weiß. Da ich hier eigentlich gar kein Chrom am Roller habe, möchte ich das auch nicht chrom lassen. Das schleife ich an oder strahl's und lackiere das dann noch weiß. So, Freunde. Habt ihr Bock? Sollen wir mal gucken, ob die Kiste rennt? Ich habe mega Bock. Von mir aus können wir gerne mal gucken, ob sie startet. Was meint ihr? Sollen wir machen? Mein Verkleidungszusammenbau, da nehme ich euch nicht mit. Da wird das Ding dann zack, bam, werde ich das dann mit der Verkleidung fertig präsentieren. Sitzbank wird jetzt wahrscheinlich noch nicht fertig sein. Das kommt dann ganz im Nachhinein, sofern sich jemand meldet hier drauf und sagt, du Kenny, kein Problem, schick mir das rüber, ich kann das gut. Der darf sich doch gerne bei mir melden, das wäre super. In diesem Sinne, wir starten jetzt den Motor, gucken mal, ob er angeht. Gut, dann probieren wir mal mit Joke. Thank you.
Würde ich fallen? Logisch. Sagenhaft. Ich sag's euch. Mega. Ich habe gerade Gänsehaut überall. Es ist Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ein 70 Kubik Sportzylinder. Sport. Und es ist die originale Zündung drin. Und der hängt mega gut dran. Also wir erinnern uns. Sorry nochmal, es ist ein 21er Vergaser von Motorforce, nicht 19. 21er. Mit einer 95er Düse drin, habe ich gerade mal so gelassen, Plug and Play. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist die Standgasschraube noch ein wenig nachgedreht. Luftgemischt habe ich so gelassen, wie es original ist. Wir erinnern uns, Variomatic 5 Gramm Gewichte, habe ich gesagt, out of the box rein. Kupplung habe ich die roten Feder gemacht, 50% Vorspannung, Gegendruckfeder Medium. Es verhält sich so schon mal gar nicht schlecht. Also der Aufbau des Motors basiert eigentlich auf Theorieangaben und nicht aus Erfahrungswerten, weil ich ja so einen Motor noch nicht umgebaut habe. Aber das Ergebnis, was wir jetzt hier haben und hören, ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, akustisch, aber er hängt verdammt gut am Gas. Ey, ich bin komplett hyped. Mega. Wollen wir mal hören? Wir müssen auf jeden Fall fahren. Wir müssen definitiv fahren. Klar, ich kann ihn noch nicht richtig einbrennen, logisch. Ich muss erstmal so ein bisschen dahin tackern und. Obwohl, fandet ihr, dass das jetzt schon zu viel war für ihn? Nee, war nicht zu viel. Das passt so, das ist super. Ich werde jetzt, bevor wir zur Probefahrt gehen, genau das, was wir jetzt hier gemacht haben, werde ich jetzt noch die nächsten Tage ein, zwei, drei Mal wiederholen, dass der einfach so seine gewisse Grundthermik bekommt. Warm, kalt, warm, kalt. Das finde ich immer verdammt wichtig bei einem Motor, der frisch zusammengebaut ist. Ich gebe ihm gerne zwei, dreimal die Thermik. Also, ich starte den Motor, lasse ihn richtig warm werden, ohne ihn richtig auszudrehen. Lasse ihn wieder komplett kalt werden, starte ihn am nächsten Tag wieder, mache genau dasselbe wie jetzt. Ja? Lasse ihn wieder richtig warm werden, ja? Und lasse ihn wieder komplett abkühlen. Das mache ich dreimal, bevor ich überhaupt erstmal losfahren gehe. Das habe ich mit der Twin so gemacht, das mache ich mit jedem Motor so. Damit die Materialien diesen Warm-Kalt-Prozess ein paar Mal durchhaben. Der Kolben wird schneller warm wie die Zylinderwand, das heißt, der Kolben dehnt sich schneller aus, er berührt, der Abstand zur Zylinderwand wird kleiner.
Da kann es einfach immer Probleme geben, dass du dann später vielleicht einen Reiber hast oder sonst wie. Deswegen gebe ich ihm gern die Thermik. Das mache ich zwei, dreimal, wie erwähnt. Dann passt das eigentlich aus. Und dann fahre ich meistens so mit Viertelgas mal los, ne? Lassen einfach mal so ein paar hundert Meter mit leichten, sanften Gasstößen, die ihm mal so ein bisschen leichten Druck geben. So fahre ich die Fahrzeuge ein. Prinzipiell ist es nicht verkehrt, wenn du das 200 Kilometer so machst. Definitiv. Umso besser du einen Motor einfährst, umso länger hält er auch später. Für mich war bisher immer so das Motto, gib ihm eigentlich, ja. Hast du gut gearbeitet, hast du sauber gearbeitet und hast eine gute Einstellung oder eine gute Grundeinstellung gewählt, dann kannst du im Prinzip den Motor, so wie er jetzt hier ist, kannst du vielleicht jetzt 5 Kilometer sachte und dann müsstest du ihm eigentlich einbrennen können. Geht er dann kaputt, hast du Scheiße gebaut, dann hast du einfach schlecht gearbeitet. Ja? Deswegen sage ich mal, wir gehen auf jeden Fall fahren. Wie gesagt, ich werde die Thermik noch ein, zweimal durchgehen und im nächsten Video haben wir dann unsere Testfahrt. Und dann schauen wir mal, ob wir schon einbrennen können. Oder ob ich mir gefühlsmäßig sage, nee, ich mache halblang, ich will jetzt nichts kaputt machen, ich will nicht nochmal anfangen, ich möchte diese Booster-Serie ordentlich durchziehen. Es soll ja auch eine informative Seite für euch sein. Also es bringt mir nichts, dem Ding jetzt voll einzubrennen, er geht im Arsch und ich kann wieder von vorne anfangen und kann für euch die Serie nicht beenden. Ne? Deswegen, prinzipiell möchte ich euch einfach nur verklickern, wie ich diesen Umbau mache, möchte mit euch zusammen natürlich diesen Umbau führen und deshalb bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein super angenehmes Wochenende. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche am Freitag wieder am Start, denn dann heißt es Probefahrt. Schnalle ich euch an Helm, so wie ihr es eh schon kennt von den anderen Videos. Und dann fahren wir mal das Ding und gucken, ob was geht. Sitzbank lege ich noch drüber und dann Abfahrt. Genießt euer Wochenende. Ich danke euch. Bis nächste Woche, bleibt anständig und gesund. Macht's gut. Ciao.